Ich laufe jetzt von den zwei grünen Häusern, komme ich wieder gelaufen. Naja, du bist eher in der Richtung Norden orientiert gewesen. Norden? Ne, das ist absolut Süden, in welche Richtung ich gelaufen bin. Dann gibt's ja noch mal irgendwo anders zwei grüne Häuser. Also ich bin absolut von der Stadt aus nach Süden gelaufen. Absolut. Da war auch deine 240 Grad, das war Südwesten bei dir. 240 Grad ist Südwesten. Dann habe ich halt keinen Plan, wo du bist. Du bist Süden, ne? Dann laufe ich einfach auch mal Süden. Süden, ich stelle mich jetzt auf die Straße im Süden. Hier stehe ich. Ich kann von hier aus die ganze Scheune längs sehen. Soll ich mal schießen? Nee. Kacke. Was denn? Hab einen Zombie angelockt. Ich bin in so einer T-Kreuzung. An einem grünen Haus. Ich seh dich, du musst links laufen. Links laufen? Links. Links! Und jetzt weiter, jetzt geradeaus, 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 geradeaus. Hinter dir sind richtig viele. Wo soll da zwei grüne Häuser sein? Da sind zwei grüne Häuser hier in meine Richtung. Ja, da hinten, aber da kann ich noch nicht hingucken. Ja, woher soll ich das denn wissen? Alter, du musst bei den Büschen langlaufen, Alter, das sind richtig viele. Naja, und hier rechts von dir, da hinten siehst du vielleicht schon den Qualm, da ist irgendein Heli abgestürzt. Ich sehe den Qualm nicht. Wenn man da ein bisschen weiter hochläuft. Lauf aber bitte vorher die ganzen Zombies weg. Da bin ich gerade dabei. Einer ist noch hinter dir. Also was meinst du, soll ich die Enfield wegschmeißen mit der Headshot oder soll ich die Enfield behalten? Ach, solange ich die Headshot nicht brauche, wenn ich noch die, ja, ja. Die Handgun... Wenn du keine Muni mehr für die Dingsbums hast, dann vielleicht. Für die Handgun, meine ich. Nee, kann man nicht für die Handgun, man kann es nur. Ja, ich weiß. Ich hab schon verstanden, aber ich schieße ja meistens nur mit der Handgun, weil die leiser ist momentan. Oh, da haben dich wieder zwei Zombies gesehen. Müssten aber theoretisch erst durch die Büsche laufen. Ja, das tun sie, Gott sei Dank. Okay, wo ist jetzt. Ey, ich sehe die Crash Site, jetzt sehe ich sie auch. Aber eben habe ich den Rauch von da hinten, kann man den noch nicht sehen. Da sind Zombies auch. Bei der Crash-Site. Normale oder Militär-Zombies? Weiß ich nicht. Das sind zwei normale Zombies, würde ich sagen. Von den Pixeln her zu urteilen. Weil eigentlich bei einer richtigen Crash-Site, das spawnen Militär-Zombies. Um den Loot dementsprechend zu würdigen. Ja, oh, aber jetzt bitte lasst keinen, bitte lasst jetzt. Wir haben gerade ihre Richtung gewechselt. Keinen anlocken, Alter. Entweder wir schalten die gleichzeitig aus. Dann locken wir aber auch die aus der Stadt an. Weil ich habe ja die laute Schrotze. Ja, aber ich hab, soll ich die beide erschießen? Nee, wir schleichen uns da hinten rum. Ja, aber die laufen noch die ganze Zeit um diesen scheiß Helikopter rum. Du bist aufgestanden übrigens. Ja. Damit ich mich hinlegen kann. Liegt da überhaupt Loot? Wo soll das denn sein? Um den Heli rum. Ja, ich will auch was haben davon, ne? Ist dir klar. Ja, ich bin aber, glaube ich, der festen Überzeugung jetzt, dass es doch kein richtiger Heli-Crash-Site ist. Oder? Die drehen übrigens jetzt wieder um, die drehen wieder um. Alter, wenn du jetzt da langläufst, berühren die dich. Ich sag ja, Mr. Unvorsichtig. Wir müssen die erschießen, wenn wir deren Ruhe suchen wollen.
Ja, aber eigentlich müsste das schon fast offensichtlich sein. Da müssten so Waffen auf dem Boden liegen. Bisher habe ich noch nichts gesehen. Gucken wir ein bisschen weiter auf der anderen Seite des Helis. Immer noch nichts. Oder die wurden halt schon gelootet, die Crash-Site. Aber eben ist auch der Server abgeschmiert. Nach dem Server-Restart spawnen die immer wieder neu. Das kann eigentlich. Oder. Warte, hier ist was. Ein Epipen. Da kommt einer zurück, ne? Ich wollte es nur sagen. Epipen, was ist das denn? Falls einer bewusstlos ist. Damit kann man diese Uhr also diese Uhr überspringen. Aha. Diese Sanduhr. Ja, willst du das jetzt mitnehmen oder hast du schon mitgenommen? Ich hab's schon gerade genommen. Ja, Mehr lag da aber auch nicht. dann lass doch jetzt gehen. Ja. Weiter in die Richtung, oder nicht? Ich crawl erstmal gerade weg von den Zombies. Aber so läuft das Ganze doch besser, muss man ehrlich sagen. Wenn man ein bisschen vorsichtiger ist, haben wir jetzt zumindest schon mal jeder eine Waffe und so. Das ist auch schon mal ein bisschen besser. Und du hast schon einen netten Anzug, so, damit sieht man dich echt gar nicht. Selbst wenn du frei übers Feld krabbelst, hat man, glaube ich, keine Ahnung, dass du da liegst, ey. So, wir laufen noch weiter hier oben in die Richtung, oder? Nee, wir müssen wieder Richtung Norden. Wir wollen zum Airfield. Und da die Stadt noch abklappern. Wir brauchen aber immer noch, wir brauchen immer noch Rucksäcke, auf Ja, jeden wir müssen Fall. eigentlich dieser Stadt da, dieser Straße folgen, die da hinten hochgegangen ist. Wenn ich die noch finden würde. Was ist los? Ich guck, versuch gerade irgendwie nochmal ein bisschen zu orientieren. Denn da, das ist da. Ja, aber das ist die, da so her kommen wir doch gerade. Das ist Norden. Norden ist in die Richtung, wo ich jetzt hingucke. Also, vielleicht, ja, weiß nicht, aber jetzt laufen wir fast wieder zurück, Alter. Was? Müssen überlegen. Da ging auch so eine Straße Richtung Norden, ne? So eine kleine. Ja, nee, Der aber müssten wir eigentlich nur folgen. ja, von da aus kommen wir, Alter. Ne, so einer kleinen. Wir kamen von einer großen. Und wir kamen nicht von Norden. Wir kamen vom Süden. Südosten. Wir laufen jetzt einfach ein bisschen Norden, dann müssten wir irgendwann wieder eine Straße treffen. Warte, warte. Du hast eine Hatchet. Ah, nee, scheiße. Was denn? Nee, Kacke. Wir können auch kein Feuer anmachen. Weil ich habe ein Hunting Knife gefunden, damit könnte ich das Fleisch ausnehmen. Aber, und du könntest Holz hacken, aber wir könnten das nicht anzünden. Weil Da wir vorne können. ist übrigens irgendwas an, hier ist eine Kuh. Ja, es sind zwei Kühe, glaube ich. Ja, es sind zwei Kühe. Ja, ich sag, selbst bei Kühen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt vorsichtig. Vorsicht, die Kuh. Hallo. Oh Ist das die ja. Milterkuh? Warte. Oh, der Euter. Oh mein Gott. Oh ja, da finde ich es ganz gut, Baby. Mit dem Arm richtig hinten rein, ey. Na, gib mir einen Geschmatzer, gib mir einen Geschmatzer. Hier ist. Hey! Die hat eine andere Farbe. Die hat Ich stehe vorhin. aber nur auf die dunklen. Aha, Dunkle okay. Leute. Nicht auf diese Albino-Dinger da. Laufen wir schon wieder in Richtung Westen. Wir müssen Richtung Norden.
Diese Kühe haben uns vom Kurs abgeleitet. Bösen Kühe. Und ein Schaf auch noch. Ja, zumindest, wie gesagt, sind wir mal glimpflich durch dieses Dorf durchgekommen. Mhm. Haben ein paar Sachen mitgenommen. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als letztes Mal, wo wir gar nichts mehr gefunden haben. Und wir sind schon länger am Leben als letztes Mal. Ja. Das ist auch besser. Also von daher läuft momentan ja eigentlich alles ganz gut. Willst du mal einen Strich sehen? Einen Strich in der Landschaft? Dann drück mal I. I? Dann siehst du einen Strich in der Landschaft. Wofür ist das normalerweise? Sieht aus wie so ein... Eigentlich steht da die Statistik von ihm, wie viele Zombies der gekillt hat, wie viele Leute der gekillt hat, wie viele Zombies. Okay, steht bei mir nicht. Wie viele Fahrzeuge der geschrottet hat oder zerstört hat, wie viel... Keine Ahnung. Ja, steht bei mir auf jeden Fall nicht. Da oben ist auch nochmal ein Dorf oder so. Hier geht's rechts ab. Oder? Alter, wo bist du denn hin? Sag mir nur Bescheid, bevor du die Richtung wechselst oder so, echt. Ich bin die Straße, die Hauptstraße, diese straßige Straße. Ja, du bist viel weiter als ich. Weil du wahrscheinlich nicht nur mit der Pistole rumläufst. Hier, ich bin hinten, weiter hinter dir. Ja, ich hab dich gesehen. Ich frag mich halt, hier oben ist noch so ein Dorf oder sowas, was Kleines auf jeden Fall noch. Upp. Links von mir. Da oben ist eine Burg, Alter. Ja, ich sehe eine Burg. Dann lass mal noch die Burg abchecken. Da haben wir eben gute Waffen rausbekommen. Was eigentlich für eine Burg sehr unwahrscheinlich ist, aber... Lass du den Anzug hast du bekommen, Alter. Waffen? Wo haben wir denn Waffen bekommen? Die Pistole und die Waffe. Hier was mit dem roten Haus links von mir. Komm mal gerade zu mir. Was ist hier mit dem roten Haus? Ja? War da so ein komischer Eingang? Ja, da kommt man rein, da kommt man rein. Ja, dann lass du auch mal das abchecken. Ducken. Naja. Und langsam. Nicht so rennen. Ja, ich guck grad mal bei dem schönen... Schade, hätten wir eine Wasserflasche, könnten wir die am Brunnen auffüllen, da. Da ist kein Zombie. Na, zumindest hier draußen nicht. Dann gucken wir mal rein. Mal langsam. Ich höre was. Oh mein Gott, hier auch was. Da ist einer. Der steht vor Tincans. Da brauche ich auf jeden Fall eine von. Soll ich den erschießen? Hier ist ein Baseball-Bat. Soll ich den erschießen? Ja, schieß. Ich kann nicht mehr schießen. Jetzt. Hä? Achtung, ich. Alter, ich warf mir noch in der Schusslinie. Hier ist ein Baseballschläger. Ich bin irgendwie cheeren. Alter, warum ist der denn aufgestanden? Ist der behindert? Ich musste den erschießen, es ging nicht anders. Hat der Zombie noch was? Guck ich gerade nach. Ne. Hier ist eine M1911, perfekt. Ich hab keine Secondary. Das ist dafür schon Binoculars und so ein Scheiße alles, Alter. Ich kann die Binoculars auch gern geben. Kann man hier oben rein? Mhm. Ne. Warum steht der denn auf, Alter? Jetzt komme ich hier nicht mehr runter, glaube ich. Doch, rückwärts, toll. Kann man den Baseballschläger mitnehmen? Weiß es nicht. Ich probier's mal. Nö. Kann man nicht mitnehmen. Der ist aber weg. Der ist verschwunden. Ich hab angegiert und dann ist er weg. Okay. Dann lass zur Burg jetzt gehen. Aber Vorsicht, links halten jetzt. Weil der Zombie, jetzt war noch ein Zombie, war rechts. Ich will jetzt auch nicht zu viel Schuss verbrauchen. What the fuck, wie hört sich das denn an? Hä? Mein Nachladen oder was? Ja. Okay, jetzt können wir ein bisschen fluxer laufen. Und vor der Zombie-Burg mal ein bisschen gucken, ob wir da noch entweder... Sind da noch Zombies? Aber da werden ja sicherlich welche sein. Das sieht cool aus, wenn man so auf die Burg zuläuft und dann kommt von hinten so der Schein und so. Das ist schon nett. Jetzt müsste es Nacht sein, dann wäre das voll gruselig da oben.